Tag des VAS-Tages und starten heute, so wie die WM, in Blau-Weiß-Rot für Frankreich. Wir sind sogar früher dran als die WM. Und ihr wart alle gestern mit auf dem Fest? Ja, das war wunderschön. Wir haben ganz viel gefeiert, getanzt und vor allen Dingen auch draußen gestanden und einfach mal ein bisschen informell geredet. Das macht sehr viel Spaß. Da sind wir reingekommen und die haben richtig noch den Kongress gerockt, würde ich sagen. Da war richtig was los. Ziemlich, ja. Der grüne Anzug von dem Sänger war toll, oder? Ja. Gut, aber ich wollte euch auch nochmal zum, also thematisch ein bisschen zum VHS-Tag befragen. Digitale Teilhabe für alle, erweiterte Lernwelten. Was macht denn das DEE da so? Ja, da gibt es zum Beispiel das Portal WBWeb. Das ist ein Informations- und Vernetzungsportal, was wir zusammen mit der Bertelsmann Stiftung aufgebaut haben. OER-Materialien zur Vorbereitung, Durchführung und auch Nachbereitung von Weiterbildungsangeboten. Alles offen, kostenfrei, 24 Stunden am Tag, an allen Tagen im Jahr zugänglich. Und sind denn da noch andere Maßnahmen geplant, um diese Community ein bisschen aufzubauen, um da eine Gemeinschaft irgendwie draus zu bekommen? Ja, also was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist, dass mehr Lehrende zu uns kommen und nicht nur das Portal nutzen, sondern eben auch eigene Materialien einstellen. Und wir würden uns wünschen, dass dann eben auch über die Community ein Austausch stattfindet. Wer hat welche Erfahrungen gemacht? Wer hat vor allen Dingen auch Materialien, die sich in der Praxis schon als wirklich sehr gut erwiesen haben? Und vielleicht daraus dann eben auch dort in den informellen Austausch zu gehen. Und das ist in erster Linie halt tatsächlich online basiert. Aber wir erweitern genau diese digitalen Angebote auch um Fokusgruppen, wo wir uns eben auch treffen und dann persönlich weg vom Messestand des DEE zu kommen und euch ein bisschen Inhalte anzuschauen. Was magst du anschauen? Was erwartest du heute? Ich tatsächlich werde die Gelegenheit nutzen, die Stände zu besuchen, weil wir auch interessante Projekte haben und hier interessante Landesverbände der Volkshochschulen vertreten sind. Und wer ist mein Ziel für heute? Okay, das war das DEE. Vielen Dank. Ja, tschüss. Gerne.